kurz ein bisschen die Lippen. Und? Andy, es wird Zeit für unsere kleine Revanche in aller Freundschaft. Bist du bereit? Rivals. Die geheime Mission 25. Ich weiß nicht mehr, was er im Original für eine Nummer hatte. Die du nur freigespielt hast im Original, wenn du eine bestimmte Route gelaufen bist. Also in Mission 1 musst du natürlich, also erst in der Mission musstest du Andy nehmen. Und ab Mission 4 ging es schon los. Wen nimmst du, damit du eine bestimmte Route läufst? Und nur so konntest du die Mission freischalten. Und wenn du sie geschafft hast, nur so hast du Eagle als kaufbaren Co. freigeschalten. Eklig, wenn du kein Internet hast oder ein Lösungsbuch oder irgendwas, das dir das sagt. Ansonsten, komm da mal drauf. Das ist er. Ja. So. Und man spielt hier nämlich immer Andy. Wir wahlen unter sich. Wer gewinnt das dramatische Duell? Also, das Folgendes jetzt. Passt mal auf. Wir haben gerade diesen riesen Krieg hinter uns. Die großen Bösewicht. Alle sind kaputt. Und dann sagt der eine zum anderen, hey du, lass doch mal unsere verbleibenden Einheiten gegeneinander machen. So als freundschaftliches Sportereignis. Hey du, voll die geile Idee. Lass mal, sind ja nur Menschenleben. Ne, sind ja nicht wir. Was für Arschlöcher. Was für Arschlöcher. Ernsthaft. Was für Arschlöcher. Ah. Allzu viele Einheiten sind ja nicht gerade unterwegs. Aha. Ganz wichtig, du weißt also, was du zu tun hast. Jawohl, ja, mit diesem Basen dort kann ich alle Einheiten aufs Schlachtfeld zaubern, die ich brauche. Viel Glück. Ich hätte so gerne so einen Plastikstab mit einem Stern, so zaubern. Piep, piep. Huch, war da gerade Dave 2 auch da? Ja, ja. Es gibt nichts mehr, das ich dir beibringen kann. Du warst ein guter Schüler, Andy. Viel Glück. Echt, hat man hier so angefangen? Ja, und guck mal, was er hat. Guck mal, was er hat. Ne, nicht Einheiten. Er hat einfach 7 Einheiten mehr. Er kriegt 7000 an Pack mehr dazu. Es ist Eagle und er hat einen Flughafen. Das heißt, er kann 2 Kampfhelis am Tag bauen. Fucking Eagle. Och ja, und den holt er sich natürlich auch gleich. Weil das ist ja nur Eagle. Ah, ich kann kotzen. Er muss halt mit T-Helis hier anfangen. Der wächst Mistmission, ey. Keine Ahnung. Das ist Katzen. Ein faires Duell, hä? Da oben hat er auch schon einen stehen. Und die Basis da unten. Aber übrigens, und im Hard Mode hat er alles voller Einheiten hier und es ist Kriegsnebel. Fuck off. Zehn Tagesweg? Ja, genau, natürlich. Hier wäre Tami jetzt gar nicht mal so verkehrt. War auch schon T-Heli. Ja, TTP. Auch eine Basis da oben. Oh mein Gott, ich bin kotzen. Du bist halt von Anfang an hier so hart im Nachteil. Wahrscheinlich hat Eagle nur geflunkert. Der wollte kein faires Duell haben. Und Andy so doof hat ihm geglaubt. Ja, ja, natürlich. Hab ich noch? Nicht bewegte Einheiten? Naja, nee, ist eh vorbei. Die Frage, worauf stürze ich mich? Oben oder unten? Oben ist einfacher zu verteidigen, aber oben geht er schon hin. Das heißt, oben mit Fernkampfblocken. Okay.
was? Es ist was? Tag 4. Er hat einen Bomber gebaut. Es ist so lächerlich. Hallo. Ja, das, bringt halt nichts, ne? Wir können halt trotzdem überall hin. Das ist doch so lächerlich. Die Gespräche mit der Ambulanz werden immer besser. Sie ruft an. Taxi für XY. Aufgelegt. Ich rufe Taxi und rufe zurück. 12 Minuten. Lege auf. Okay. Ja. Ey, das ist doch ein Witz. Das ist einfach ein Witz. Komm. Dann muss ich auch noch Picken Andy spielen, ey. Oh, was? Das ist ein komischer Bomben. Ich hab's ja schon mal im normalen Advance was gemacht, geschafft. Aber halt auch nur einmal. So, los geht's, ne? Muss halt erstmal so anfangen. Und eine Flak. Und eine Flak. Aber hier ist eine Lücke drin. Oh, Scheiße. Willst du das jeden Chor außer Max? Ja. Das ist so cool. Ja, da oben kommen sie schon. Oh, geht auf den T-Heli hinten. Interessant. Geht der Bomb? Er spielt sogar intelligent. Da kommt sein erster Jäger. Er kann am Tag einen Bomber bauen. Ne, Bomber doch 22.000. Ne, 24. Oha. Fair. Sehr fair Spiel. Und die Lufteinheiten auch so fucking teuer sind natürlich. Das hat dann richtig toll. Auch nicht mal was vorschicken so lang, ne? Hier ist die Bombe. Okay, wir haben mit dem nächsten Eroberten da oben. Jetzt kann er einen Bomber am Tag bauen. Und jetzt hat er auch noch eine Infanterie dazu bekommen. Oder eine kleine Reparatur. Jo. Was ist ein Kampfpanzer da unten? Oh, komisch. Zieht er den Bomber auch noch darüber wieder? Na, ja, was? Ja, doch 22, siehst du? Hätte ich doch recht. Pächter Mimimi. Jaha. Doch wir denken, dass Lufteinheiten hier super sind auf der Karte. Ja, ich weiß. Und richtig strong. Greif dich an. Zieh mich in der nächsten Runde komplett zurück, oder? Na, egal. Ja, baut halt jetzt hier direkt. Oh mein Gott.
Es ist so lächerlich. Eine Blöße des Feindes. Was heißt da Blöße? Du hast mit 7000 mehr angefangen. Ey, die Mission ist einfach frech. Vorne bis hinten. Ja, natürlich baut er sofort wieder da was. Ich muss halt erstmal die Lufthoheit gewinnen. Ah. Hi. Stürzt eh ab, ne? Ach, und da. Ja, egal. Die Mission ist übel. Ich hätte gerne jetzt echt gewusst, was wäre die strategisch sinnvollste Arbeit. Oh, mehr Schaden als erwartet. Ja, mach den mit dem weg, damit es. Wow, nach unten direkt. Gut. Missile. Was? Meine Gabe bringt mir einen Scheißdreck gerade, ey. Mal nicht an. Meine Art wie für unten. Okay. Och, und natürlich aber jetzt eine Fähigkeit abhängen. Halt den scheiß Flak auch noch kaputt, ne? Oh, nicht mal gegen wer ist es so? Mit APCs und Infos ist ein APC nochmal. Achso, ein TTP meinst du, oder was? Oder R. Ein T-Heli. T-Heli oder TTP. Verwend die deutschen Begriffe, ich hab's nie auf Englisch gespielt. Ja, wir brauchen jetzt erstmal Jets. TTP, okay. Ich würde mit T-Helis arbeiten. Weil wir die Inseln brauchen. Ich muss den Flughafen da in der Mitte erstmal kriegen. Wenn ich den habe, wird es deutlich einfacher. Okay, unten geht die Post ab. Was ist denn der da, TTP? Wie viel der hat? Wie? Der hat mehr als ich insgesamt. Was hat er jetzt auf dem Feld? So viel spielen wir ja auch noch nicht, aber... Okay. Nein, du regenerierst nicht. Im Leben nicht. So. Da unten ist ein hartes Problem. Ich werde mit dem Jet jetzt einfach das hier blockieren. Einmal Missile. Alter Quatsch. Okay, das wäre der
Die Helis werden immer abgeschossen. Ja, aber ich muss ja da erstmal rüber, um diese Insel zu kriegen. Da ist was drin, ne? Ja. Ein Mech wäre gut. Mal T-Heli und Mech sind 8000. Ich muss aber sparen. Was kriege ich denn pro Runde? 12. Gibt nur Abzüge, aber nur einen. Wenn die Reparatur. Was kostet denn die Reparatur? Kostet dem erst 1200? Wenn nein, kann ich einen Bomber bauen. Und dann kann ich das hier auch noch eigentlich alles weg. Mal nichts bauen. Habe ihm dann die Stadt überlassen? Nein, nein, nein. Heli, Mech. Damit ist mir die Stadt sicher. Hoffe ich. 20% oder 15% vom Value. Das rechne ich jetzt nicht aus. Oh, was? Wäre gegangen vielleicht. War klar. Da ist ein Jet, scheiße. Und da unten halt schon komplett reingeprescht. Was für ein Arsch. Oh ja, jetzt hat er 4. Alter, was ist das für eine Mission, ey? Jetzt mal ernsthaft. What the fuck? Das ist doch lächerlich. How? Wie nur 90. Dann durch den Opfern. Dann ist weg. Einfach damit da erstmal, wo er ist. 12 Sterben. Welchen Vorteil hat auf Gebäuden zu stehen? Ich werde am. Oh, scheiße, wirklich? Ich hab nicht aufgepasst. Oh nein. Ich werde am Ende der Runde, also am Anfang meiner Runde geheilt. Und ich habe gute Deckung da drin. Hier 3 Sterne Deckung, der Gegner hat auf dem Feld nur 1 Stern Deckung. Das war jetzt so dumm, dass ich den verloren habe, weil ich nicht aufgepasst habe, ey. Kann ich meine Runde von davor nochmal machen? So. Keine Ahnung. Bumm. Scheiße, Mann! Absolut dämlich. Jetzt muss ich halt 2 Jagdpanzer erstmal bauen. Damit ich da unten gegenhalten kann. Brave Soldier. Meinen Jäger, glaube ich, reparieren schicken sollen. Der klüger gewesen, oder? Ach, einen Raketenwerfer hat er ja auch noch da unten stehen. Natürlich. Habe ich ja ganz vergessen. Dann war das komplett von Arsch. Fuck, ey. Ach, weil seine scheiß Raketenwerfer und seine Missiles gleich aussehen. Oh, surprise. Er macht den kaputt. Komm, aber seine Kamp-Helis hier hin. Und killen mir meinen schönen Mech, der da steht. Dann konzentrier dich mal. Du hast von Anfang an das Nachsehen in der Mission.
Das ist reines Glücksspiel, die Mission. Ist es wirklich? Sie ist absolut Trash. Man hat vorhin oben angedeutet, ich habe oben verstärkt und natürlich geht er unten lang. Immer Drecksau. Die Mission ist ja zum Kotzen. Das ist halt einfach die letzte. Nicht ohne Grund. So, low. Natürlich noch ein Kampfheli. Ich habe nicht das Geld, um Lufteinheiten zu bauen. Wie viel kriegt er momentan? 29! Er kriegt einfach fast das 2,5-fache von mir pro Runde. Absolut fair. Fuck off. Einfach nochmal anfangen und auf Glück warten. Der 20 mal resetten oder was? Da kann ich nicht im Stehen. Mal runter Tisch. Nicht so viel fucking Air-Units spammen würde. Du weißt halt nicht, was du machen sollst. Er spammt halt Luft und Boden alles zu Jahren. Dann ist so over. Ah, es ist bald. Okay, warte mal. Ja, die würde sehr vorbei. Komm. Nein, nicht. Oh, halt die Schnauze. Geh mir nicht auf die Nerven. Skip, skip. Oh, Gott, geht das auf den Piss. Das nervt mich dann. Ja, danke. Für nichts. Ja, die Schnauze jetzt. Lass mal. Super Turbin. Na, nicht Ende. Warum geht's jetzt komplett aus dem Menü da? Was ist denn jetzt kaputt? So. Und Nell hat jetzt ja die Schnauze am Anfang, ey. Jetzt schon Anfall. Die scheiß Mission einfach spielen. Okay, nochmal von vorne jetzt. Wir haben Mechs. 11.000. Also wir müssen auf ein T-Heli auf jeden Fall, damit wir hier rüberkommen. Ich will was sehen für mein Geld. Ja doch, du bist sub, alles gut. Dann darfst du diesen Satz sagen. Da, er hat halt viel mehr und hat halt hier vorne schon Einheiten. Und die Einheit ist eigentlich die frechste von allen. Er kriegt diesen Flughafen einfach geschenkt. Genau wie diese Basis und diese Basis. Die zufälligerweise beide in Fußreichweite jeweils von der gespawnten Einheit stehen. Du kannst nichts dagegen tun. Es ist so dämlich. Wenn wir beide mit einem leeren Feld anfangen würden, dann würde ich jetzt noch sagen, okay. Den Frontnachteil kann man ausgleichen mit kluges Spielen. Aber so. Vielleicht lieber in die Backline. Welche Backline? Das ist. Er kommt mit einer Wand auf dich zu, von oben in der Mitte und von unten. Es gibt keine Lücken. Und er spammt ja von hinten genauso neue Einheiten raus. Das heißt, du fliegst ihm sowieso in die Arme. Also ein T-Heli ist klar. Jetzt die Frage. Direkt sparen auf einen Kampfheli. Den dann mit dem T-Heli gleich hier hinschicken. Weil er nimmt sowieso das Ding straight ein. Aber ballert dann erstmal Kampfhelis. Oder soll ich direkt hochsparen? Ne, zwei T-Helis ist schon die klügere Option.
Und nächste Runde sofort ein Kampfheli. Mach mal ordentlich, ich will was sehen für meinen Support und nicht Geld. Ja, einen Jet brauchen wir auf jeden Fall, aber die sind halt schweineteuer. Also den hier ist klar, sollen wir den anderen auch hierhin schicken und jetzt einfach nichts machen? Wir haben einen T-Heli wieder gebaut. Okay, was? Den zweiten T-Heli auf die erste Insel hier oder auf die zweite Insel hierhin? Block mit deinem T-Heli seinen Airport. Komm ich nicht hin. Nerv ihn damit. Wäre schön, wenn es geht, aber baut ja sofort was. Dann warten wir jetzt einfach und machen nichts. Ein Kampf hier nur. Ich könnte einen Bomber bauen. Bringt mir aber keine Hoheit in der Luft. Ich hätte einen anderen. Na egal, war dumm. Ja. Ja, jetzt kommt er mit seinen Einheiten schon, kann vorne bauen, jetzt in der Mitte der Karte. Bombe halt einfach straight an Tag 4. Er baut ihn sogar schon an Tag 3, wenn man es genau nimmt, ne? Ja, so viel dazu, ne? Muss halt einfach straight wegfliegen. Ah, diese Fickkarte. Nochmal warten. Pack einfach deine Einheit um den Bomber. Ich hab drei, es gibt vier Seiten. Ich hätte ihn nicht einzäunen können. Das funktioniert nicht. So, da kommt er. Ich schieß dich direkt runter. Denk nicht mal dran. Jetzt kommt sein Chat. Ich kann schon kotzen, ey. Habe ich über 6000. Nicht gut. Von oben kommt ein Jagdpanzer. Von unten kommt noch nichts. Das ist okay. Jetzt hat er freigelassen. Habe ich so einen Airport? Ja, habe ich gesehen. Alles gut, alles gut. Eine Blöße des Feindes, wo? Ja, die Schnauze jetzt. Das ist. Mach da den drin. Er geht natürlich auf den Beladenen. Natürlich weiß er's. Hey, wir haben jetzt schon eine Stadt mehr als vorher. Nö, du kannst noch schon weiterschreiben. Die Frage immer, ob ich es lese dann rechtzeitig. So, was haben wir denn? 18.000. Wir könnten zwei Kampfhelis bauen. So eine Flak. Auch jetzt muss ich auf jeden Fall nach oben Sachen machen. Ob ich will oder nicht. Beide Flak-Mies, yep. Da hätte ich nämlich jetzt Helis gebaut. Nimmt einfach jetzt alles ein. Das ist so lächerlich. Dann hat er seinen Airport frei. Scheiße. Ach man, das gefällt es.
Er hat nichts auf dem Ding gebaut. Holy fuck, wie gut. Er hat seinen Bomber jetzt weggezogen, ne? Okay, dann ein T-Heli. Denkst du, das konnte? Hat nur einen Jet drauf. Hab ich schon. So. Du kannst. Oh mein Gott, ich kann doch nicht mal mehr die Städte beschützen. Ein T-Heli jetzt. Damit der jeder irgendwann mal wieder darüber kommt. Das ist okay. Ja, und jetzt geht alles den Bach runter. Die Schnauze, ich will wissen, ob die Nerven. Blitzlicht! Nervigste aller Fähigkeiten. Also wirklich das Schlimmste. Einfach zweimal angreifen. Auch wenn mit verminderter Angriffsstärke, aber. Ne. Ne. Soll es zu 7-6 ausgehen? Ja. Er hat sich selbst gerade die Basis blockiert, habe ich das richtig gesehen? Warum bist du denn hier? Ach, natürlich so. Okay. Ach, Pisser. Guck mal, Pisser. Warte. Das ist meine Gabe. Da unten ist er ja auch schon da. Dann versuche den Airport zu erobern. Ja, guck mal, er ist schon unten in meiner Basis. Beinahe. Das ist halt jetzt schon wieder. Eigentlich lost. Fuck off. Hab ich Schnauze voll von dir. Nicht 4000, ey. Was macht sein Jäger? Das ist okay. Das sind Reichweite für beide, ne? Aber damit gebe ich den blöden Heli bei dem Flugplatz wieder frei, ne? Erobert der schon? Ja. Ein Feld weiter. Weißt du? Sieht noch rettbar aus, ja. Oh, schwierig. Hat er gebaut, ein Heli, das ist okay. Ein Kampfheli. Fast noch eine Artillerie, oder?
Ist egal, der ist leer. Perfekt, genau, greif den Scheiß an. Greif ja nicht die Einheiten an, die dir Schaden machen. Nee, warum solltest du denn? Das sieht jetzt gut aus sogar. Okay, alles klar. Und der da mit einem zweiten. Also Moment. Langsam. Das bringt dich zum Absturz. Gut. Kommt da ein Kampfheli? Ja, natürlich kommt da ein Heli an. Kann ich den nicht zerschießen? Jetzt muss ich den anderen. Oh, perfekt, aber dann kann ich den jetzt nah genug hier hinstellen. Damit ich in der Runde später. Geht aber immer noch. So. Kompletten Overkill. So. Muss den Bomber nächste Runde runterschießen. Das ist der voll und nervt nur weiter. Jetzt geht er nämlich mit beiden dahin und nervt. Die lädt halt dicke Wunden. Ich unter 5 Drop ist scheiße. Okay. Ich muss den Airport halt schnell nehmen. Da kommt er mit dem Jäger, scheiße. Jetzt ist kacke. Dann baue ich auch direkt einen neuen. Und du kannst gar nicht auch. Oh shit. War anscheinend nicht so gut. Erobern. Okay, ist okay. Geil, wo ich stehe. Halt, Missile. Weit genug weg. Oh, da unten kommt er. Mhm. 10k, das ist nicht viel. Gar nicht viel. Gabe. Könnte kriegen. Ich hätte ein bisschen Pech. Ne, weil er macht ja nichts. Er kann nicht groß kämpfen. Das nächste Runde Gabe. Kommt vorgeflogen mit ihm. Und dem Bomber. Egal, aber der Flughafen ist weg. Habe ich meine Gabe? Oh, nur lang nicht. Wieso das denn? Das ist jetzt mein Flughafen, bis der den zurückholen kann auch nur. Dauert Ewigkeiten. Du liebst ihn immer noch. Mein Bomber kann eine Fußeinheit nicht one-shotten. Was ist denn hier falsch? So, jetzt soll er mir in der Luft mal begegnen. Mister, ich bin ja so ein toller Flieger. 2 daneben ist frei. Sieht doch gut aus, oder nicht? Ja, mittlerweile. Für die Jets, ja, ja. 2 Helis ist okay. Wir haben kaum Kohle, er wird nerven. Das bringt ihm nichts, damit kann er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Er kann bis zum HQ fahren. Er kommt nicht
von unten, selbst mit zwei Zügen, da oben ran. Das ist gut. Was wird sonst auch nicht? Oh, warte mal, zwei Züge. Ach, der wird nervt. Oh. Die Jets brauchen Munition. Die werden mir abstürzen, wahrscheinlich auch vorher noch. Oh, Ekelbolzen. Gut, 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 gut. Stimmt, wir haben ja den Airport jetzt hier. Wir haben sogar noch ein benachbartes Ziel. Perfekt. Wo ist dein Jet hin? Der schnellere gewinnt. Na, ist eh egal. Unholbar wahrscheinlich jetzt. Er ist zurückgeflogen, oder? Blitzlicht. Da ist man jetzt eigentlich schon zwei Züge voraus in dem Game. Egal, die Insel ist eh komplett eingenommen. Das ist nicht so schlimm. Eine Missile da hinten. Ja, komm, hör auf. Richtig gesehen? Das ist ein Raketenwerfer. Das heißt, du hast 19 bis 37, ich krieg zurück. Jet down! Das sind 20.000, die er gerade verloren hat. Ja, egal. Jetzt sollten wir, ja sollten. Das ist so ein T-Heli bauen und den hier abholen. Wird die zwei Städte hier noch holen und dann mal uns langsam für eine Richtung entscheiden. Ich würde fast oben bevorzugen, was einfacher zu verteidigen ist mit der Brücke hier. Hier unten ist es deutlich schwieriger und dann eben mit Vorkämpfen. Hey, heftige Mission, absolut heftig. Helis und Tanks. Oh. Oh. Er ist unten halt immer noch super nah. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Kommt er mir hier drauf auf die Insel? Behindert? Behindert sagt man nicht, Entschuldigung. Behindert ist kein Schimpfwort. Oh, wirklich? Jetzt gucken. Das ist ja jetzt frech. Wobei, dazwischen kann ich durch. Wie mies. Komm nicht ran. Die decken sich gegenseitig. Hier ist er frech. So, hab. Ist das denn so nutzlos? Ja! Oh, Urherr. Den vor der Nase bauen ist gemein. Ja. Oh, den runter.
den Vogel. Gut, dass wir einen auf Reserve gebaut haben, quasi. Ne, das Feld ging ja nicht, ne? Ah. Oh. Hoppala. Ja, jetzt kann der Bomber. Ah, den Bomber hätte ich oben bauen müssen, ne? Ah, wird dann schon hinterher fliegen. Ah, okay. Keine Gabe, gut. Wenn er meinen jetzt stehen lässt. Oh shit, er fährt. Ah, okay. Naja, natürlich geht er auf den angeschlagenen. Und dann hätte ich jetzt Gabe gezündet. Ein Bomber. Ach so, die Gabe zünden diesmal, ne? Wird ein bisschen mehr geheilt. Das ist vielleicht gar nicht mehr so dumm gehört. Ach, der Damage Boost ist gerade vonnöten. Super Tuning. Dass er keine Missile in seiner Base hat, ist halt ein Riesenfehler. Mal guck, ich kann ihm jetzt wirklich den frischen Bomber vom Himmel holen. Ich würde das so ausladen, aber das ist, glaube ich, klüger. So, was haben wir jetzt hier? Ich muss ihn jetzt schwer treffen. Was sagt denn die Stadt? Hier. Warte mal, was ist da oben? Oh, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel Prozent. Ach man, ich so schnell klicken immer. Ey. Mann. Dann kann ich nicht. Warte mal. Ah, da. Das eine waren, was, 80% und das eine 115%. Das ist der Unterschied zwischen 0-Sterne-Deckung und 3-Sterne-Deckung übrigens, Flummi. Du hattest vorhin gefragt. Okay. So allmählich wird's ja. Puh. Ich habe mit der gleichen Einheit, ich habe also jeweils mit einem Bomber eine Missile angegriffen. Die eine habe ich zerstört. Die andere hat noch was, 2 HP übrig. Kann er natürlich mit der blöden Mist dann einmal draufballern. Ich hoffe, er nimmt nicht den Heli. Er nimmt aber hier den Heli. Sehr interessante, weil ich habe irgendwas Eingewachsenes. Ich bin ganz schön mit meinem Fingernagel geklipst. Einheiten zum Angriff. Oh nein. Geh doch weg. So. Ich bin überzeugt, dass du das schaffst. Du musst es jetzt mehrere starke Fehler machen, dass du versagst. Also wirklich, Jäger spammen ist am Anfang absolut crucial hier. Lufthoheit gewinnt. Ich sollte nur langsam anfangen, Panzer zu bauen da hinten. Oh, ihr seht es jetzt erst, dass er auf die Stadt könnte ich verlieren. Ach, wieder ein Jäger, ey. In meiner Fresse. Ich gehe jetzt hier hinten auch noch die Ding. Dann habe ich Ruhe vor seinen Flugeinheiten. So, kann ich... Scheiße, ich komme nicht hin. Das ist lächerlich. Ich verliere die Stadt da oben.
einfach dumm. Das ist ja so dumm. Die Flak ist auch nicht so strong. Ja. So. War besser als ich erwartet hatte. Naja. Er steht halt in meinem Hauptquartier mit seinem Panzer. Hier in der Arsch. War doch natürlich eine Flak, mich zu nerven. Ich möchte da hinten noch Bomber. Flak beim Airport. Ne, ich mit dem Bomber weg. Er kann nur einen machen. Das ist okay. So, haben wir denn jetzt hier alles? Kann ich an die Missile ran? Ach nee, wirklich. Ja, okay, also geht los. Da kommen sie nicht hin. Und euer Fluchtweg ist abgeschnitten. So, dann der Bomber hier hin. Da, Erstaunlich viel Schaden. Dumme 4-Sterne-Deckung hier. So. Dann ziehe ich jetzt vor. Bauen eine Infanterie. So, das da hatten wir uns auserkoren, ne? Kann schon schief gehen. Muss nicht wehtun, also den Einheiten wird es wehtun, ja. Aber ich wollte den Bomber halt einfach. Ja, die Schwächste. Hätte ich auch gemacht. Lebt noch! Das habe ich nicht erwartet. Dann fetze ich direkt den nächsten Bomber. Jetzt kommt der direkt mit der nächsten Scheiß-Einheit hier unten hin. Ich muss eben den Scheiß E-Heli zerschießen. Das ist sein letzter, ne? Dann nehme ich eine Ruhe. Wenn er da jetzt einfach gerade sein ganzes Geld reinballert, der Bomber, da einfach zu dir ziehen lassen können, da abfangen. Ja. Schon okay. So. Geh weg, du dumme Missile. Ich krieg einen Fall. Oh, du musst tanken. Nein, nicht aufladen, um Gottes Willen. Ich will nicht blocken, sondern einfach weiter die Bomber zerstören, solange baut er keine Panzer. Genau. Jäger direkt. In die Stadt, ey. Keine Lust mehr. Nein, er soll den nochmal angreifen. Der ist leer, ne? Okay, fahren den TTP spazieren.
Wenn es dir Spaß macht, Igel. Und ja, er greift den nochmal an. Das ist okay. War einen geopfert. Für zwei Bomber. Wir haben 20.000 ausgegeben, er 44. Ist ein okayer Deal. Aber ich muss jetzt sowieso meine zurückziehen. Weil hier geht die Muni leer. Hey, piss dich. Was für eine Materialstadt. Ja, es sind doch zwei Arschlöcher, die hier gegeneinander fighten. Hab ich doch erklärt am Anfang. Ist alles Roleplay. Ich bin jetzt relativ confident so langsam. Okay, also von unten. Ja, wenn wir unten lang gehen, wird da ist nichts. Weil oben zerstören wir ihm jetzt halt einfach alles, ne? Was halt für uns gut ist. Denken wir den Antiflug? Nö, wunderbar. Warte mal, was hast du nur noch? 55, 56, wird alles gut. Achso, da lebt ja noch was. Hoppala. Weg mit dir. Naja, ja, okay. So, da haben wir eine Einheit gebaut. Das ist schon mal so runter. Wenn wir uns darum gleich kümmern. Er darf sogar, oder? Aber er greift mich an die Wunde. Da würde ich ihm einen Öffnungsschlag schenken. Will ich das? Mal gucken, ob er den Bait so frisst, wenn ich den, der eh schon am... Oh, das war der Falsche, der was... Ups. Scheiße. Ich hab den Falschen hingest... Oh, das kommt er da mit einem blöden Plug, ey. Ich hab noch zwei Felder vor. Und zwei Felder rundum, natürlich. So. Die Stadt da oben wollen wir ja wieder haben. Ach, scheiße, denn. Das. Komm, nimm mich mal hinten lehnen. Nicht mit dem aufstehen. Okay. Nein, nicht okay, darf er nochmal. Der schnellere zieht er seine Ding vor und seine Flak kann meinen Bomber angreifen. Diese dumme Doppelfähigkeit. Problem ist, als Igel spielen ist aber gar nicht so strong. Weil wenn du in der Offensive bist, lädt sich deine Fähigkeit langsamer auf. Da war der Ding drin.
ist ja nichts mehr. Ach, Mist. Weg mit dir. So, was? Ja, da ist das Ding. Das Ding? Was? Wie meinen? Oh, er hat nicht. Gut. Ja. Ach, das ist das Ding mit Igel. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Deswegen ist halt gegen ihn spielen unglaublich schwer. Er ist halt ein wunderbarer Comeback dadurch. Kann ich da was draufstellen? Ja. Einfach damit schneller gehen nachher. Damit da gar nichts kommt. Ups. Ist schon frech, was wir hier veranstalten. Oh, Kampfpanzer! Oho! Ja, dann müssen wir ja doch hier jetzt warten. Brauchen wir jetzt einfach abwechselnd Bomber und Jäger. War Crimes, yay! Erbärmliches Schauspiel, los, keine Gnade. Okay, also bei der Map gewinnt einfach der sich sofort die Lufthoheit sichert. Weil wenn er nur einen Bomber wieder hinten baut, dann kann die Einheit ja da stehen bleiben, ne? So, du jetzt vor. Hat er sonst irgendwas? Nö, dann ist wieder drauf. Das dauert noch so lang. Oh. Stehst du halt auf einer Brücke? Auf einer Brücke hast du gar keine Deckung. Das könnte reichen. Perfekt. Ja, oben links jetzt die Stadt mal wieder zurückholen. Er kommt ja hier unten mit dem blöden Kampfpanzer. So, wir sind ready für alles, was du da baust. Okay. Irgendwie muss ich die Sache durchstehen. Ich kann es aufgeben. Mal von dem Konzept gehört. Ja, ein Jäger. Aber zwei Infanterie? Wie ihr wünscht. Soll ich heilen? Ich möchte den Jäger schneller runterkloppen, ne? Brauch's gerade aktiv nicht. Der ist eh leer. Du brauchst Sprit. Okay. Kommt man nicht her.
Mal gucken. Was er betreiben will, perfekt. Ich starte bei mir. Haben wir eigentlich irgendwo noch einen T-Heli rumschwirren? Nee, wir nicht. Doch, da oben. Natürlich. Dann hole ich mit dem T-Heli jetzt gleich den da oben ab. Und wir fliegen dann hier runter. Und vögeln uns dadurch, bis wir die Base haben. Und danach ist es so vorbei. Oh. Andys Fähigkeit nutzt man typischerweise am Ende der Runde. Außer du spielst gegen Drake. Dann musst du es halt gleich am Anfang, um den Schaden wieder zu kompensieren, den du durch seine Fähigkeit bekommen hast. Und dann eben den eben auch noch gebufften Gegenschlag zu holen. Bist du drin? Ja. Oh, hätte auch gereicht. Echt? Ein ganzer Kampfpanzer? Gott, der hat mir das unten auch erstmal wieder voll gesichert. Du bist noch nicht fertig. Ah ne, du warst das. 7. I don't know. Oh Gott. Hat er Anti-Air gebaut? Nö. Du hast nur noch eine Munition. Mach ich das? Nein. Ja. Gehst du halt nächste Runde zurück. Ist okay. Du stellst dich jetzt trotzdem wieder dahin. Auf der Brücke keine Deckung ist halt schon echt kacke. Und du dahin. Geht's schon mal los und holst mal unseren Kumpel. Eine Runde überlebst der ja noch, oder? Warte mal. 5 am Tag. Nein, übertut er nicht. Er überlebt keine weitere Runde. Er muss da jetzt hin. Dann gehst du halt geschwächt vor. Er ist okay. Kann man einfach eine Bombe von hinten noch bauen? Ja, komm, ist ja egal, wo man den bauen. Ja, schöne Misere. Jetzt nicht die Nerven verlieren. Und den kann er jetzt halt weit transportieren, ne? Boah, dafür, dass das am Anfang so furchtbar lief, bin ich jetzt ganz wieder relativ chill. Hi. Du hättest Anti-Air bauen sollen, mein Freund. Das ist ein gut gemeinter Rat gewesen. Anstrengend. Wirklich anstrengend. Ja, was soll's. Einfach auf 1 runter, ne? Das ist doch gut. Von der anderen Seite angreifen. Oh nein, weiteres Transportieren. Ist furchtbar, ne? Ah, perfekte Range. 143%. Gut. Gut. So, du kannst das mit 2 laufen, naja. Oh ja, das geht perfekt auf. Ich habe mal gewonnen, bevor der irgendwo ankommt, vor allem. Oh, naja, die Basis, das sollte man holen. Dudelung. Das ist halt auch ein nettes Squad hier. Mit dem Heli. So. Dann gucken wir doch jetzt mal ganz fix. Ha? Oh, du bist der mit, ohne Munition. Oh, du hast auch nicht mehr so viel Treibstoff.
Der säuft uns ab. Also, das ist absaufen. Oh, shit. Okay, dann wird der ausschließlich zum Blocken jetzt verwendet hier. Upsi. Ja, scheiße, ne? Wobei, du blockst erstmal, dann kannst du nämlich den direkt angreifen. Dann verwenden wir einfach seine übrige... Er kommt nämlich auch nicht mehr rechtzeitig zum Heilen. Deswegen, ja. Dann stellst du dich hier hin. Oh, groß Gegner irgendwo. Was macht der Kerl? Braucht er keine Kampftänzer oder Missiles oder Flux oder... Was tut er? Oder nichts Sinnvolles auf jeden Fall. Ein Kampfpanzer und ein Mech. Dude, ich stehe mit 4 Jägern und einem Bomber in deiner Base. Warum baust du einen Kampfpanzer und einen Mech? Die können mich noch nicht mal angreifen. Igel hat Verstand verloren, eindeutig. Dass da nicht durchkommt, ist ein bisschen doof. So. So. Hab, hab. Wo ist denn dummer T-Heli abgeblieben? Da. Perfekt in Range. Ach, jetzt geht er mir jetzt einen Weg um. Ist ja gemein. So. Blockiert. Na ja, du. Ah, oh, ein Feld. Oh Gott, was hier unten noch alles ankommt nach vorne. Der Bombenhausen. Kampfpanzer bringt mir den Sieg, da bin ich sicher. Ach, er hat zu viel mit Olaf in seiner Freizeit abgehangen. Ah, alles nur Kampfpanzer. Ja, natürlich. Oh nein, wegen 900 kann ich keinen neuen bauen. Wollen wir noch einen Backup-Jäger? Für den Fall der Fälle, falls da was passieren sollte, ne? Ach, fahr einfach vor. Ich will euch hier hinten nicht mehr sehen, ja? Komm, Igel. Na Mensch, Olaf hat sein Gehirn gedampft. Dampfgas. Ach so, oh, ich hab mich da drauf stellen sollen, sonst hat er da noch was gebaut. Upsi! Ja, das hat aber noch das Beste. Oh, ups. Unser Jet ist abgestürzt. Und vergessen zu gucken auf die haben nicht auf die Tankanzeige geguckt. Ich werde leider in der Runde nicht finishen können. Das ist richtig sad. Ja gut, aber die Kombination killt halt jetzt auch alles da unten. Von daher. Sowas sagt eigentlich hier. Der Trupp, sehr gut. Oh, also doch nochmal. Was Gefährliches gebaut worden. Muss ich jetzt sogar nochmal angreifen. Hm. Den muss ich jetzt nicht unbedingt direkt in die Arme laufen. Den extra Schaden kassieren. Oh. Da noch einer. Naja, auch noch. Dann viele Bomber habe ich. Zu wenig Geld, also nur ein paar Heli. Dann machen wir jetzt noch die Gabe. Die crasht auf dem Flughafen. Ja, eigentlich müsste der neutral sein. Der ganze Flughafen ist auch hochgegangen. So, nochmal hochbuddern.
Death steigern, damit jetzt auch ja nichts mehr passiert. Wenn du zu viel Geld hast, Bombe Armada. Oh! Das hat ja doch nochmal wehgetan. Gut, dass wir nochmal geheilt haben und einen Death-Bonus geholt haben. Jetzt kommt er nochmal mit dem scheiß Kampfpanzer, damit ich jahrelang brauche, ihn zu killen. So eine Nervensäge, ey. Ach, das ist ja jetzt. Igel, komm. Jetzt machen wir hier nicht. Machen wir hier nicht einen auf schlechten Verlierer, ja? Das ist ja jetzt nochmal echt frech von ihm. Oh nein, er sagt auch schon wieder Sprint, scheiße. Ja, so doof. Ja. Wie hast du denn noch 26 Jahre? Es geht ja noch. Du stehst eh direkt daneben. Wirklich? Also bitte, wenn alle deine Air-Units zur Fuel draufgehen würden. So, blockieren. Da pumpen wir die ganze Zeit nach. Einfach stumpf nachjagen. Nachladen legen. Du weißt, was ich meine. Wie kriege ich denn das jetzt am besten hin? Gar nicht, ne? Ich verliere mein Ding, oder? Mein Heli noch. Ja. Ich zieh mein Heli nochmal raus. Ach, hier weiter weg, egal. Ach, die Stadt da oben, ach, egal. Och, Dave. Was denn? Oh. Ach, greif den da an. Naja. Er hat nichts nachgebaut, weil er vergessen hat, den da wegzuziehen. Gut. Ach. Lese ich nicht vor, aber kein da, ja. Du hast nicht Unrecht. Du soll in dein eigenes Material das Gesicht deines Gegners werfen, bis er nichts mehr hat. So. Und abermals konntest du mir die Flügel stutzen. Vor allem, obwohl du gecheatet hast, wie Sau. Tag 3 ein Bomber bauen, ich glaube, es hackt immer noch. Andy, du bist ein wahrhaft gewaltiger Gegner. Das kommt daher, dass ich diesmal mit Strategie gekämpft habe. Strategie, wie? Wundervoll gemacht. Ja, du und eine Strategie. Klar, dass ich da keine Chance gegen dich hatte. Oh, auf einmal kann Andy doch Strategie, vielleicht war das ja doch. Habe ich irgendwas Lustiges gesagt? Nein, überhaupt nicht. Andy, dies war ein heldenhafter Moment für dich. Du hast dich bravourös geschlagen. Lass uns doch mal bald wieder kämpfen und Menschenleben und Material einfach verschwenden. Oh. Sehr gute Idee, natürlich. Auf bald, Andy. Du kannst mir nicht erzählen, dass hier wirklich Menschen kämpfen in dieser Welt. Es muss alles simuliert sein. Oder komplett Roboter. Also bitte, niemand. Wir sagen ja auch nicht, hey Frankreich, lass doch mal einfach 1000 gegen 1000 Soldaten zusammenkommen und gucken, wer zum Schluss noch welche am Leben hat. Oh ja, gut, spielen wir um Elsass Lothringen, oder? Ja, super. Ja, mach mal. Schön. Sag mal, ey. Alter. Nee, Entschuldigung. Das ist der Dead. Du, nächstes Mal werde ich der Sieger sein. Ah, die Schnauze. Anime, ey. Das war klasse. Wann ist die nächste Runde? Warum ist Andy so... Awang hier in der Mission nehme ich nicht. Absolut. Warum ist Andy eigentlich hier noch
dümmer und einfältiger als im Original. Im Original hat er wenigstens noch ein bisschen Grips gehabt. Aber hier ist er einfach nur noch ein dummes Kind. Es ist ja... Egal. 100%. Blend mich nicht so. Was können wir nochmal richtig schön dick shoppen? Nein, nicht ganz 2000 bekommen. Ach ja, was? Glückwunsch, Steff. Mit dem Abschluss dieser Kampagne hast du dir noch eine höhere Auszeichnung verdient. Wirklich eine Glanzleistung. Vielleicht bist du ja sogar brillant genug, um die Profikampagne zu meistern. Halt die Schnauze. Nein. Die fasse ich nicht mehr an. Die habe ich einmal im Original versucht. Die fasse ich nicht mehr an. Oh, Nell! Ich bin stolz auf dich, Dave. Nach einem harten Kampf hast du dir diese Belohnung mehr als verdient. Bitte, wie? Belohnung? Nee, nicht so schnell, Nell. Zahlt werden muss das Ticket schon noch, klar? Ist ja nicht Hachis Verschenkboutique. Aber wenn du trotzdem gerne zuschlagen und dir die absolute Glückskommandantin sichern willst, dann nichts wie rüber mit dir zu Hachis Shop. Wen haben wir denn hier? Schon gehört, ich hatte tolle neue Musikstücke. Och, Dave. Och, Flummi. Was denn? Nell ist mir egal, ich will sie freigespielt haben. Und damit, das ist wie ein Risiko, mir gehört jetzt alles. World Domination. Jetzt alles Orange Star. Ihr seid nur Marionettenstaaten ab sofort. Orange Star hat ja schließlich die Welt eingenommen. 17 Stunden für 100%. Naja, kann man lassen. Kommentarmissionen. Tritt ein. Wird auch nur 900 kosten. Oder? Oh, 1000, die ist doch teurer. Artikel Nell kaufen? Nell, du gehörst jetzt mir. Haben wir? Ah. Nell kann lieber das Wille, okay. Dann. Ich glaube, haben wir noch Kunden. Kartenkunden. Ja, ich kaufe meine neuen Kunden. Aha. Klasse war. Finale Mission. Ja, ja. Das, warte mal, was ist das jetzt? Ah, Vorbesitz. Oh Gott, die vorbesitzten Karten gab es ja auch noch. Ach, hallo. Natürlich möchte ich. Das Minzplateau. Klasse Wahl. Rapidfähre. Ist so eine Vorbesetzte jetzt? Ja. Gibt es dann noch Karte 3 Spiele und 4 Spiele und die Spezialordner danach immer noch mit noch mehr Karten. Viel Glück auf der Ach, wunderbar. Wait. Oh, hallo Nell, stimmt. Wait, it is all Orange Star? Always has been. Always has been. Ja. Ja, ziemlich das. Gut. Dann bin ich zufrieden. Gegeneinander. Moment, warum ist es da? Achso, welche neuen Karten freigeschalten hat. Ja, ja. Und da auch. Mal gucken ganz kurz. Oh, das ist die Adventures 2 Black Hole Rising Kampagne begonnen. Nicht, habe ich nicht. Damit darfst du nun offiziell zwischen Spielstilen wechseln. Mit dem Druck auf Y kannst du zwischen Spielstil 1 und 2 hin und her schalten. Spielstil 1 bedeutet, dass Kommandanten aus der Advance Wars Kampagne eingesetzt werden dürfen. In Spielstil 2 ist jeder freigeschaltete Kommandant spielbar. Und ganz wie in Advance Wars 2 Black Ops Rising kann man die lassen sich hier auch Spezialgaben nutzen. Auch wenn einfach im Spielstil 2 können auch Titanpanzer eingesetzt werden. Titanpanzer. Okay, gut. So, ich kann jetzt hier Advance Wars 2. Okay. Das ist aber schön. Was war denn für. Finale Mission. Du bist orange in der Mitte und bist eingekesselt von Tami und Eagle. Wow. Ringinseln. Drake und Sonja. Bestimmt im Kriegsnebel auch. Max und Kit. Gemeinsam gegen dich. Olaf und Kanber. Das ist machbar. Sind das die Hakus da unten in der Mitte? Die beide auf der gleichen Insel sind? Nee, ne. Nee, das ist ein Hafen und eine Fabrik. Ne, meint man. Nur gegen Sonja ist machbar. Absolut.
gegen Drake. Er hat die bessere Insel. Aber du hast noch eine zweite Insel. Das sind beide Städte, ne? Guck mal. Gegen? Gegen Igel. Ja. Wo alles voller Berge. Hier wäre Max kacke, weil er auf ein bisschen auf Fernkampf mit Millie geht. Hier vorbei. Ist das ein Flughafen? Ja. Wo? Ach, die Türme. Tower, ja, verstehe. Das ist ja wieder richtig fair zu Start. Guckt mal. Das ist halt. Genau, die habe ich mal gespielt gegen Sonja. Da war gar nicht mal so easy. Das war das einzige Mal, dass ich gegen Sonja gespielt habe hier. Weil ich nicht mal wusste, was die kann. Ich habe einige damals gespielt. Zum Beispiel meine ich. Ja, aber am einfachsten ist, wenn man Fonds farmen will, Insel 8 spammen. Ist klein, geht super schnell. Na, guck mal. Schaut euch das mal nochmal an. Diese in so einer schönen Holzkiste ist, das ist wie wirklich so ein Panzerschach. Die würfeln das aus, eindeutig. Also das muss. Die hocken da so wie so ein Tabletop nebeneinander und würfeln da. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, dass diese Story passiert. Muss. Gut. Dann war es das mit Advance Wars 1 und der kompletten Kampagne.